Jo. Willkommen zu meinem Vortrag Modern React with Hooks. Ganz kurzes Dankeschön an meinen Arbeitgeber, dass er das Ganze hier veranstaltet und mir auch das Ganze schön bezahlt, damit ich mich darauf vorbereiten kann und so weiter. Genau, und auch an das React.js Meetup, mit dem wir das in Kooperation immer abwechselnd machen. Ja. So, kurz zu mir. Ich habe 19 Jahre Programmiererfahrung und entsprechend in dem Bereich auch studiert. Digitale Medien und Spiele ist quasi Informatik mit Fokus auf Spieleentwicklung. Und privat und beruflich beschäftige ich mich schon Ewigkeiten mit Web und habe angefangen damals irgendwann in den 90ern, Ende der 90er, mit einem HTML, CSS, JavaScript-Kurs der Volkshochschule. Damals war das noch so grausam, dass ich das nicht wiederholen möchte. Aber glücklicherweise hat sich das seitdem verbessert. Unter anderem durch TypeScript und React bin ich sehr ein Fan davon geworden und mache nebenbei auch so ein paar Firefox-Erweiterungen. Genau, aktuell arbeite ich für einen internationalen Kunden hier in der Firma und wir machen dort eine modularisierte React-Anwendung, wo auch sehr viel Fokus auf gute Architektur gelegt wird. Da hatten wir sehr viel Zeit, uns auch Gedanken darüber zu machen und viel davon fließt in diese Vorträge hier ein, da wir dabei doch recht viel Schönes rausgefunden haben. Genau. Das ist eine Vortragsreihe, das ist jetzt der zweite Vortrag. Der erste war Build Setup und wie gesagt, immer abwechselnd mit dem React.js Meetup. Genau, die nächsten stehen auch schon an. Der vierte ist wieder bei uns und der wird wahrscheinlich auch im Januar irgendwann in der dritten oder vierten Woche stattfinden. Genau haben wir uns noch nicht festgelegt. Ja, genau, die Links da unten kommen nachher auch nochmal, das sind die Meetup-Links. Und was wir heute uns anschauen werden, sind halt verschiedene Punkte, die man mit States, mit Hooks jetzt machen kann, wie zum Beispiel States, Seiteneffekte, Kontext, Memoization. Ihr könnt ja lesen. Und das Ganze machen wir in einer Live-Coding-Session. Das heißt, ich werde hier großartig nicht an Folien arbeiten, sondern ich glaube, es ist ein bisschen dunkel dadurch. könnt ihr das gut lesen? Soll ich die Schriftgröße irgendwie etwas erhöhen? So? Das ist schon fast ein bisschen viel, oder? Muss mal schauen. So. Also ich mache hier mal, ich habe hier schon mal was vorbereitet, sag ich mal so. Beim letzten Mal war ich etwas komplett blank daran gegangen und entsprechend hatte ich da auch so ein paar Holpersteine gehabt, aber diesmal sollte das etwas besser laufen. So, unten sehen wir einen Browser, der entsprechend live auch zeigt, was wir machen. Und als erstes, wie wir hier in dieser Schrittanleitung sehen, werden wir uns um State kümmern. Dazu gehe ich hier mal in die App-Komponente rein und lade mir mal hier die Komponente Stateful. Ups. Ich hasse Laptop-Tastaturen, habe ich das schon mal gesagt? So, Stateful. Wenn ich das jetzt lade, sehen wir hier schon was vorbereitet. Das ist diese Komponente. Ja? Wir sehen zwei Angabefelder und die wollen wir jetzt mal mit einer funktionalen Komponente nutzen. Normalerweise macht man das in React mit Klassen. Jetzt letztes Jahr, Ende des letzten Jahres, wurden Hooks eingeführt und wurden auch schon direkt von Facebook, dem Ersteller von React, als der Weg in die Zukunft deklariert. So, und was machen wir, wenn wir State nutzen wollen? Wir sagen use State. So einfach ist das. Das Ganze müssen wir natürlich noch irgendwo zuweisen, damit wir es haben. Ich sage jetzt mal const forName. Und das kriegt natürlich auch ein Setter. Set forName ist gleich useState. Und das kriegt einen Default-Wert. Und da sagen wir mal Mary. So, jetzt können wir das Ganze nochmal kopieren. Machen wir das Ganze für SureName. Und dann kommt Poppins rein. Und wenn wir das Ganze jetzt nutzen wollen, nehmen wir uns das Input-Feld hier. Im Übrigen bei React, wer es noch nicht weiß, wenn da nur ein Wert drin steht, kann man hier nicht reintippen. Das wird sofort von React wieder überschrieben.
entsprechend müssen wir hier noch auch einen On-Change-Handler rein tun, kommen wir gleich zu. Packen wir hier erstmal den Vorname rein und da nochmal den Showname. Und wenn ich das jetzt speichere, es hat sich immer noch nichts verändert, ich kann noch nichts ändern hier. Dazu machen wir hier einen On-Change-Listener rein. On-Change in React ist ein bisschen komisch, weil eigentlich ist das ein On-Input, aber React nennt das Ding On-Change. Fragt mich nicht warum. Das bekommt ein Event. Das ist so ein Change-Event von React. Und jetzt können wir sagen setVorname e.currentTarget.value. Ja. Das Ganze können wir jetzt auch nochmal wieder kopieren und da unten einfügen für den. Nur, dass wir hier nicht vornehmen, sondern surename sagen. Ups, so. Einmal gespeichert, können wir hier Daten eingeben. Ja, damit haben wir schon mal die ersten zwei Punkte abgehakt. So, was wir auch nochmal machen könnten, wäre was anderes als ein String oder so hier nutzen. Das wäre dann, sagen wir mal, wir wollen das Ding toggeln können, an- und ausmachen. Sagen wir mal, nennen wir das open. Set open ist gleich use state. Und als Default-Wert soll das Ding angeschaltet sein. Ja. Und wenn wir das Ganze jetzt nutzen wollen, sagen wir, haben wir hier so einen Shortcut quasi, open und, Klammer auf, Klammer zu, geschweifte Klammer zu, schön einrücken. So, und wenn das Ding jetzt offen sein soll, dann soll es angezeigt werden, ansonsten wird da nichts angezeigt. Und jetzt toggeln wir das Ganze noch mit einem On-Click auf den Titel hier und sagen, wenn der geklickt wird, dann sage ich set open. Not open. Ja? So, jetzt haben wir das und ich klicke mal auf den Titel und es verschwindet. Ja? So einfach geht das mit State. Wie ihr hier schon seht, State kann mehrfach aufgerufen werden und entsprechend in React wird auch vorausgesetzt, dass ihr den State immer in derselben Reihenfolge aufruft. Ansonsten gibt es da Probleme. Ja, dann sagt euch React, nee, aber beim letzten Mal hast du was anderes gesagt. Ich will nicht. So. Genau. Was hier noch wichtig zu erwähnen wäre, ist, wenn ihr React schon vorher mal mit Klassen benutzt habt und ihr habt hier irgendwie, ach, ich kopiere mal das mal eben schnell hier, das Ding hier, blub, set blub. So, und wenn ihr jetzt hier irgendwie so ein Objekt drin habt, das könnt ihr hier auch machen, dass ihr sagt foo bar und sagen wir hello this world. Ja? Jetzt könnt ihr hier irgendwo dann weiter unten, jetzt nicht hier direkt in der Funktion, das wäre sinnfrei, aber einfach um das mal zu demonstrieren, könnt ihr hier sagen set blub. Wenn man in React mit Klassen einen Set-State aufruft, dann wird quasi der Wert gemerged. Ja, das heißt, wenn ich hier sage foo ist world, dann würde das normalerweise zusammen gemerged werden. Das heißt, da steht dann nachher drin foo world und hello world. Ja. Hier seht ihr schon, akzeptiert er nicht. Das heißt, hier muss immer ein komplett neues Objekt mit rein. Ja, also ihr ersetzt immer den kompletten State. Ihr könnt ihn nicht partiell ersetzen. Wenn ihr das partiell ersetzen wollt, dann müsst ihr euch was Eigenes überlegen. So. Was noch wichtig ist, steht hier unten auch drin, da werde ich mal auf ein Zitat zurückgreifen von dem Entwickler, der das mit Hooks eingeführt hat. Ihr liebt Hooks. Ihr liebt es bedingungslos, sagen wir mal so. Ja? Das heißt, ihr könnt nicht irgendwie sowas sagen wie von wegen, ich mache hier eine Bedingung drumherum. If, bla, dann nutze den Hook. Ja? Das funktioniert nicht. Da wird euch React eine Ohrfeige verpassen. Weil, wie gesagt, auch bei der Reihenfolge, React geht davon aus, dass diese Hooks in genau derselben Reihenfolge und immer genau die gleichen drinstehen.
weil ansonsten kommt es durcheinander und kann nicht wissen, was da zurückgeliefert werden soll. Ja? So, ergo, ich mache das mal wieder rückgängig, sind wir mit dem Punkt State soweit durch. Gibt es dazu Fragen? Ansonsten gehe ich gleich einfach zu dem nächsten Teil über. Ich habe kurz eine Frage. Ja? Was ist denn, wenn du dann nicht die richtige Reihenfolge einhältst? Kriegst du das irgendwie einen sinnvollen Fehler raus oder bist du dann auf Ratekurs? Das kommt drauf an. Ich schätze, in bestimmten Situationen wird React das erkennen können und sagen, hier, du hast aber vorher was anderes aufgerufen. In anderen Situationen, wenn du zum Beispiel hier UseState verdrehst, kann React ja nicht wissen, okay, du hast vorher ein UseState aufgerufen und jetzt rufst du den nochmal auf, aber in einer anderen Reihenfolge. Zwei UseStates wird es nicht auseinanderhalten können. Ja? Ergo wird das dort nicht sichtbar sein. Aber vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass du, wenn du einen anderen Hook nutzt, dass der dann erkennt, okay, du hast aber ursprünglich an erster Stelle einen State-Hook benutzt und jetzt benutzt du plötzlich einen Effekt-Hook zum Beispiel. Ich habe es nie ausprobiert, man sollte es generell nicht versuchen. Ne? Also wie gesagt, ihr liebt die bedingungslos, die müssen immer da drin stehen und ihr solltet auch nicht irgendwie mit Schleifen Hooks erzeugen. Ja? Die müssen immer direkt da drin stehen. Gibt es aber genügend Mechanismen, um sowas überhaupt nicht machen zu müssen. Und es gibt auch Linting-Regeln, die verhindern, dass ihr solche Sachen macht. Muss man dann nur halt konfigurieren. Also ich habe es jetzt hier in dem Projekt nicht gemacht, weil ansonsten sieht man zwischendurch immer wieder rote Linien. Ja. Lassen wir mal weg. So, nächster Schritt, Seiteneffekte. Ihr kennt Lifecycle-Hooks, sicherlich, wenn ihr mit React schon mal gearbeitet habt. Das heißt, wenn die Komponente hinzugefügt wurde, wenn sie entfernt wurde und so weiter. Und da wollen wir jetzt mal etwas in die Richtung machen. Ich mache hier mal so ein Ding rein, keine Ahnung, ja, mal ein Span rein. Ja? Und da sagen wir ID gleich Effekt. Und da schreiben wir jetzt hier wieder NoEffect rein. Ja? Und was wir jetzt machen wollen, ist, wenn die Komponente gemountet wird, dann soll was ausgeführt werden. Und da gibt es so einen schönen UseEffect-Hook. Der bekommt einen Callback und der kann dann Sachen ausführen. In diesem UseEffect-Hook gehen wir hin und sagen, wir wollen jetzt mal sehr hässlich, das macht man normalerweise nicht, einfach nur zu Demonstrationszwecken. Ups. Ich hasse Laptop-Tastaturen. GetElementById und dann haben wir hier Effekt und dann sage ich hier TextContent. Ja. Wie gesagt, Text-Content ist gleich zum Effekt. Ja. Ich habe es aber auch heute. Hier muss natürlich erstmal unser schöner Effekt-Hook, unsere Effekt-Komponente eingebunden werden, damit wir es überhaupt sehen. So, obwohl wir jetzt eigentlich da ursprünglich NoEffect drin stehen haben, wird jetzt quasi mit dem Effekt, sobald es gemountet wird, wird entsprechend hier der Text gesetzt. Sieht man nicht, geht so schnell. Ja. Was dann allerdings halt noch der Fall ist, ist, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, es verändert sich was. Ja. Also im Moment ist das so, dieser Hook wird jedes Mal aufgerufen, wenn die Funktion gerendert wird. Wenn wir jetzt hier sagen mal const value, setValue ist gleich useState false. So, den müssen wir natürlich auch einfügen. Und ich packe den mal nach oben. So, und wenn ich jetzt hier sage zum Beispiel in einem Button, ne, und klick ist gleich setValue, notValue. Das ist jetzt einfach nur mal quasi, um, keine Ahnung, das mal zu zeigen, was passiert hier eigentlich, wenn, wenn man den State aufruft. Man sieht jetzt hier immer noch keinen Unterschied. Das ist, weil immer wieder dasselbe gesetzt wird. Aber wir können ja einfach mal hier newDate.toIsoString machen. So.
Wir sehen, er hat einen Initialwert bekommen und jedes Mal, wenn die Funktion neu aufgerufen wird, egal ob das den State tatsächlich betrifft oder nicht, passiert was. Und wenn man nur will, dass es beim initialen Laden der Komponente geschieht, dann kann man hier einen sogenannten Dependencies Array hinzufügen. Ja? Hier kann man quasi sagen, wenn sich eine von den Variablen in diesem Array ändert, dann soll was geschehen. Dann soll der aufgerufen werden. Und wie man jetzt sieht, ich klicke drauf und es passiert nichts mehr. Wenn ich jetzt aber sagen will, es soll sich tatsächlich genau nur dann, wenn sich diese Value, diese Variable verändert, dann soll es tatsächlich was passieren, dann kann ich sagen Value. Ja? Und jetzt geht's wieder. Und hier kann ich halt so viele reinschreiben, wie ich will. Ja? Das ist quasi genau das, was React vorher auch gemacht hat, mit Properties, mit State und so weiter. Jedes Mal, wenn sich das verändert hat, wurde halt geprüft, hat sich was verändert. Und entsprechend die Lifecycle-Methoden aufgerufen. Hier wird halt nur ein flacher Vergleich gemacht. Das heißt, wenn ihr hier ein neues Objekt habt, wird es entsprechend nur flach die Referenz verglichen. Kann also sein, wenn ihr dort irgendwie nicht einen String habt oder einen Integer oder so, dann solltet ihr vielleicht die einzelnen Properties von diesem Objekt mit hier in das Array stecken, wenn ihr darauf angewiesen seid, dass ihr die einzelnen Teile des Objekts auf Veränderung prüfen wollt. Ja. So, genau, das sind die Dependencies gewesen. Change other state, machen wir jetzt mal nicht. Genau. So, was wollen wir mal machen hier? Den Titel wollen wir mal schön verändern. Ich sag mir hier, ich denke, der Titel soll, wenn ich eine Komponente lade, geändert werden. Und dazu gibt es ja diese schöne document.title ist gleich. Und das nenne ich jetzt mal old React. Who cares? So. Wir sehen, der Titel hier unten hat sich verändert. Und wenn wir das jetzt mal auch mit einem nur initial versehen, passt das soweit auch. Wenn wir jetzt aber mal davon ausgehen, die Komponente wird nicht immer geladen. Ich merke mir das mal hier. Wir gehen wieder auf Stateful zurück. Da haben wir nämlich so ein schönes Ding drin. So ein Toggle. Und da baue ich jetzt einfach mal diesen Teil hier ein. Ja? Ja. So. Jetzt kann ich das Ding hier an- und ausschalten. Wir sehen, jetzt in dem Zustand hier ist die Komponente nicht mehr da. Aber es ist trotzdem steht noch Old React hier drin. Wenn wir jetzt wollen, dass es beim Entladen dieses Effekts, also der Komponente, soll der Effekt auch sich wieder rückgängig machen, dann können wir das ganz einfach machen, indem wir einen Rückgabewert definieren für diese useEffect-Funktion. Und das ist auch wieder eine Funktion. Und da sagen wir jetzt document.title gleich modernes React. Ja? Wenn ich jetzt hier toggle, sieht man, es geht wieder direkt zurück zum Original. Ja? Jetzt denkt man sich vielleicht, okay, den Titel möchte ich aber nicht hier doppelt drinstehen haben. Ich weiß ja nicht, was vorher drin stand. Dann kann man sich natürlich das Ganze auch schön merken. Nehmen wir wieder hier einen useState-Hook. Und da sagen wir oldTitle ist gleich useState und document.title. Ja? Können wir uns einfach quasi auf diese Art und Weise merken. Wir brauchen ja keinen Setter, weil, keine Ahnung, das speichern wir uns nicht. Aber wir können trotzdem uns darüber Sachen merken. Wenn wir jetzt hier sagen, Reload, klick drauf, der andere hier natürlich, dann steht da wieder Modern React, hat er sich gemerkt. Ja. So, das hätten wir. Und jetzt gibt es hier noch dieses kleine, diesen Hint, den ich rausgeben möchte, wo ich aber nicht drauf direkt eingehe. Es gibt einen anderen Hook, der heißt useLayoutEffect. Der macht quasi genau dasselbe, nur geht der wesentlich früher ran. Der geht ran, sobald die Komponente tatsächlich dem HTML-DOM hinzugefügt wird und ist entsprechend nicht unbedingt für Sachen gedacht, die sehr viel Leistung ziehen. Dieser useEffect-Hook, der wird von React dann eingesetzt, wenn es sinnvoll ist, das von der Leistung her zu machen. Ja, das heißt, React kann das partiell immer Stück für Stück durchrendern
und dadurch dafür sorgen, dass der Browser nicht total am Laggen ist oder am, kann es halt entsprechend langsam aufbauen. Und mit dem Use Layout Effect Hook kann man quasi direkt reingehen und Sachen machen, wie zum Beispiel die Größen berechnen von bestimmten Elementen, wenn das schon möglichst früh passieren soll. Sollte man allerdings nicht unbedingt allzu leistungsintensive Sachen drin machen. Gerne mal dazu gucken, da gibt es eine Online-Dokumentation zu. Soweit Fragen zu Effekten. Dürfte ich dieses Use-Effekt auch da in der Funktion inline benutzen oder muss das als separate Konstante definiert sein? Wo genau meinst du? Hier drin. Du weißt quasi, da wo du deine gemerkte Variable benutzt, kannst du da das Use-Effekt auch direkt reinschreiben oder muss das als Konstante vorher definiert sein, so wie es jetzt ist? Ich verstehe nicht ganz, wie. Da könnte man sich diese konstante Definition sparen. Also dein Null-Title ist gleich Use-State. Ach so. Du kannst das direkt in die. Du meinst, dass ich den Teil hier direkt hier reinschreibe? Das ist ja nicht mehr, da haben wir das Problem mit dem Unconditional. Das ist eine Bedingung hier prinzipiell. Das ist die Bedingung, dass der Effekt ausgeführt wird. Ja? Der Code muss tatsächlich, diese Hooks müssen immer genau dann ausgeführt werden, wenn die Funktion hier ausgeführt wird. So ein Hook, also so eine funktionale Komponente ist ja eine Funktion, die ausgeführt wird und dann wird hier jeder einzelne Schritt durchgeführt. UseState, UseEffect und so weiter. Und das muss entsprechend innerhalb dieses Aufrufs geschehen. Ja? Theoretisch könnte man wahrscheinlich sagen, ich mache mir hier eine Funktion drin, die ich dann direkt aufrufe, aber das ist nicht dasselbe. Ja? Vor allen Dingen, weil in dem Effekt, wenn man UseEffect sagt, ist immer sichergestellt, dass die Komponente tatsächlich schon da ist, im DOM-Baum da ist. Ja? Und das kann man, wenn man sie selbst aufruft, dann nicht mehr wirklich gewährleisten. Soweit Fragen? Dann gehen wir mal weiter. Kontext, das ist ein schnelles Thema. Kontext kennt man auch schon, wurde schon früher eingeführt. Man kann prinzipiell sagen, wer es von Redux zum Beispiel kennt, ich baue eine Komponente, die zum Beispiel einen Store provided, also einen Wert, der von allen verschachtelten, tiefer verschachtelten Komponenten genutzt werden kann, ohne dass man die als Properties weiterreichen muss. Ja? Und wie man das macht in React ist, man sagt const myContext gleich createContext. Das definiert man einmal außerhalb. Das ist quasi eine Klasse, wenn man so will, oder eine Funktionskomponente. Ja? Und wie man hier schon sieht, es meckert, es braucht einen Default-Wert. Default-Wert ist dann genutzt, wenn kein Provider um das komplette drumherum gewrappt wurde. Sehen wir uns gleich an, was genau das bedeutet. Ich schreibe hier mal Initial Value. Ja? Und jetzt wollen wir mal auch hier das Ganze ausgeben. Und jetzt denken wir uns hier, Value sollen wir irgendwie rausgeben. Ja? Und wie nutzen wir das Ganze? Ganz klassisch, const value ist gleich use context. Ihr merkt schon, da ist ein Pattern dahinter. Alle diese Funktionen fangen mit use an. Und darüber werden entsprechend auch später Linting-Regeln und so weiter funktionieren. Werde ich hier nicht drauf eingehen, aber ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Da gibt man einfach nur die Kontextkomponente rein. Und wenn ich jetzt speichere und entsprechend hier auch Context-Tool das Komponente anzeige, sieht man hier im Text Initial Value, weil ich halt noch keinen Provider drumherum gebaut habe. Ja? Wenn ich jetzt aber hingehen würde und sagen würde, ich möchte für meine komplette App zum Beispiel einen Theme bereitstellen. Das kann ein Objekt sein, das kann eine Instanz von der Klasse oder für eine API oder ähnliches sein. Dann kann ich das mit so einem Provider bereitstellen. Und, Sekunde, dazu muss ich das Ding noch exportieren hier. Export myContext. Und jetzt kann ich hier sagen, myContext.provider. Das ist eine React-Klasse oder eine React-Komponente, Entschuldigung, die entsprechend so aufgerufen werden kann. Und dem Ganzen gebe ich wieder einen Wert mit. Value ist gleich new value.
Speichern. Und jetzt sehen wir es da drin. Ja. Das heißt, jedes Mal, wenn ich hier auch einen neuen Wert mit reingebe, wissen alle Komponenten, die diesen Use-Kontext nutzen, wissen sofort, was da drin steht. Ja, die können darauf reagieren. Das war es auch schon zu dem Kontext. Auch hier, wie mit allen anderen Hooks, könnt ihr mehrere Uses gleichzeitig machen. Dann sagt ihr halt, Value 2 ist gleich myContext 2. Ja, also ihr könnt so viele Hooks nutzen, wie ihr wollt, nur immer sicherstellen, dass die immer bedingungslos ausgeführt werden. Ja? Fragen zu Kontext? Gehen wir mal weiter zu Memoization. Fancy Word. Binde ich es schon mal direkt ein. Vorhin habe ich es die ganze Zeit vergessen. Jetzt kann ich es mal direkt am Anfang machen. Memoization slash. So. Memoization. Ich möchte mal hier einen Taschenrechner bauen. Wie machen wir das? Wir machen hier wieder das typische const a, set a ist gleich use state 0. Das ist mein Initialwert hier für die Variable a. Und Variable b wollen wir natürlich auch haben. Kennen wir ja schon von dem vorherigen Beispiel. Das ist jetzt wieder hier a. Und onChange ist gleich eine Funktion. Und da sagen wir set a e. Punkt, ach Moment, hier fehlt ja noch das e. Current target Punkt, value. So. Machen wir das Ganze auch wieder hier für unsere Variable b. B und B. So, haben wir das soweit schon mal. Wir können hier Zahlen eingeben, aber es passiert generell noch nichts damit. Ja? Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass diese Berechnung A plus B richtig, richtig aufwendig ist und richtig viel Zeit kostet. Und deswegen wollen wir das memoisieren. Da sagen wir useMemo. Und diese Funktion bekommt eine Funktion als Callback und die kann etwas berechnen. Und da sage ich jetzt, okay, was will ich berechnen? Ich will return parse float a plus parse float b. Richtig schwere Berechnung. Und was diese Funktion noch weiterhin braucht, der Effekt hier, ist die Variablen, von denen es abhängt. Wir haben die Dependencies ja schon mal kennengelernt. Und hier weiß man schon, es muss unbedingt Dependencies geben. Deswegen ist hier auch vorausgesetzt, dass man ein Array reinschiebt. Ja? Und was wir wissen, ist, dass wenn A oder B sich ändern, dann soll dieser Wert sich neu berechnen. Ja? Heißt, nur in dem Fall wird auch tatsächlich die Funktion innerhalb von useMemo neu ausgeführt. So. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich auch, damit man es schön sieht, mal ausgeben. Ich schreibe hier dann mal value rein. So. Ups. Entschuldigung. Result. So. Und wenn ich jetzt hier was reinschreibe, ja, dann wird da das Ergebnis berechnet. So. Haben wir den useMemoCalculator mal eben umgesetzt. Genau. Was können wir dann noch Schönes machen? Es gibt nämlich noch eine andere Möglichkeit, useMemo zu nutzen, beziehungsweise einen anderen Hook, der auf useMemo aufbaut, und der nennt sich useCallback. Und hier gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir hier in diesem Button, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, das ist eine komplexe Komponente. Und jedes Mal, wenn die Komponente gerendert wird, also die Funktion der Komponente aufgerufen wird, geschieht ein Haufen an Sachen, die Sachen nach sich ziehen, und das dauert ewig. Und deswegen wollen wir verhindern, dass dass jedes Mal, wenn wir eine neue Funktion reingeben, das entsprechend neu aufgebaut wird. Denn wenn wir jetzt hier zum Beispiel onClick reingeben und wir schreiben hier so eine Funktion rein,
Ne? Diese Funktion hier, die wird ja jedes Mal bei jedem Aufruf von Memoization der Komponente, wird eine neue Funktion erzeugt und an OnClick überreicht als Property. Was bedeutet, Button muss neu gerendert werden. Ja? Damit eben das nicht geschieht, können wir uns unseren Callback hier memoisieren. Da sagen wir jetzt mal OnClick, nennen wir das Ganze auch wieder. Und const onClick ist gleich useCallback. Und das ist auch wieder eine Funktion. Und die bekommt Parameter und das ist einfach nur das Result, nehmen wir jetzt mal rein. So, und jedes Mal, wenn sich Result ändert, soll sich diese Funktion hier auch anpassen. Und ich sage jetzt einfach mal, die macht nur ein Alert Result. Ja? Wenn ich jetzt also hier reinschreibe 3 und 7 sind 10 und ich drücke auf Show, dann kommt da 10 raus. Ja? Wenn ich jetzt hier Result weglassen würde, merken wir direkt, ich gebe hier 5 rein, ich gebe 8 rein und da steht 0. Wisst ihr alle warum? Da ist nämlich diese schöne Sache von wegen Closures. Ja? Closures heißt, eine Funktion, die er erzeugt, diese hier zum Beispiel, das ist ja während des Aufrufs von Memoization erzeugt worden. Und entsprechend hat diese Funktion Zugriff auf alle Variablen, die zu dem Zeitpunkt außerhalb von ihr definiert wurden. Ja? Wir wissen also, dass hier zum Beispiel Result da die 0 drin war beim Erzeugen dieser Funktion. Wir haben diese aber memoisiert, was heißt, beim Start wurde sie erzeugt und bei allen weiteren Aufrufen von useCallback wurde einfach der Wert hier drin weggeschmissen und der letzte genommen, solange wir hier nicht drin stehen haben, Result. Ja? Wenn wir hier Result drin stehen haben, wird jedes Mal, wenn Result sich ändert, die neue Funktion hier quasi memoisiert und zurückgeliefert. Soweit verstanden? Gut, das ist auch schon alles, was man zur Memoization wissen muss. Abseits vielleicht von dem einen Punkt, den gebe ich noch mit rein. Man sollte vorsichtig sein mit Performance-Optimierungen generell im Voraus. Ja? Wenn ihr nicht irgendwie ein Performance-Problem habt, solltet ihr nicht anfangen, hier Sachen zu memoisieren, weil auch diese Use-Memo und Use-Callback-Sachen, die erzeugen natürlich wieder Funktionscode, der ausgeführt wird. Ja? Ergo ist es auch Leistung, die da flöten geht. Und ihr müsst dann schauen, was von beiden lohnt sich wirklich zu optimieren. Wenn ihr da irgendwie hier nur den Button unten habt, das lohnt sich definitiv nicht. Das kann React sehr schnell, sehr viel schneller lösen, als wie über ein Use-Memo oder so. Ja? Aber wenn halt schwere Berechnungen irgendwo stattfinden, entweder wenn sich Werte ändern oder wenn entsprechend eine Property überreicht wird, die entsprechend eine Funktion oder sowas ist, dann kann man dadurch Leistung optimieren, aber es sollte halt auch berechtigt sein. Das sollten Randfälle sein, sagen wir mal so, in denen das notwendig ist. So, References. Da haben die einen oder anderen auch schon mal mitgearbeitet im Klassensystem. Dann sagen wir hier zum Beispiel mal span ref gleich ref. Ja. Was Referenzen sind, sind quasi ein Zeiger auf ein Element zum Beispiel. Sagen wir mal const ref ist gleich use ref mal wieder. Einfach nur use und dann findet ihr schon meistens, was ihr braucht. Und ich packe jetzt hier in TypeScript nochmal einen Typ rein, damit ich nachher auch weiß, was genau das ist. Denn ansonsten sagt er mir, das ist eine Ref von Typ Any. Das bringt mir nichts. So, und jetzt sage ich hier mal einen UseEffect, möchte ich machen, um dann mal da drin richtig hässlich was zu machen, wieder mit DocumentGetElement. Nee, diesmal nicht. Diesmal machen wir Ref.Current. Und hier haben wir auch wieder Text-Content ist gleich myRef. So. Ups, wieder vergessen.
Hier müssen wir natürlich Reference dort mal einfügen. So, und wie wir da sehen, wird das entsprechend zugewiesen. Ja? Also ihr habt bei Referenzen habt ihr immer einen Current-Wert drin und den könnt ihr nutzen, um auf das Element zuzugreifen. Ja? Aber was es halt vorher nicht so gab und was aber trotzdem nutzbar ist, ist zu sagen, ich möchte bitte eine Referenz auf ein auf etwas anderes als ein HTML-Element. Wir können hier zum Beispiel sagen, const counter ist gleich use ref und dem gebe ich einen Default-Wert. Jetzt sage ich immer 0. Ja. Genau, das hatten wir schon. Den wollen wir mal machen hier. So, und was wir jetzt hier zum Beispiel machen könnten, wäre wieder ein Button, der einen On-Click hat. Und der sagt jetzt zum Beispiel counter.current. Ja, plus gleich 1, so zum Beispiel. Ja. Das ist jetzt der Wert, den wir haben, und das wollen wir auch schon mal direkt ausgeben. Counter und Current. So. Oh. Hier muss natürlich ein Text in den Button rein. So. Ja. Wenn ich jetzt hier draufklicke, passiert nichts. Verdammt, wieso passiert da nichts? Weiß es einer? Es ist kein State. React weiß nichts davon. Wenn wir hier Counter Current plus 1 machen, kriegt React davon rein gar nichts mit. Ja? Was wir dann zum Beispiel mal machen könnten, wäre einen zweiten Button hinzufügen. You can always add more buttons. So. Number is not assignable to string. Ah ja, genau. To string. Ja. So, und wenn ich jetzt hier sage, ups, machen wir mal hier ein bisschen was Schöneres. Add und set. Das ist etwas lesbarer. So, ich klicke hier ganz viel drauf und sage jetzt set. Und plötzlich ist mein Text entsprechend geändert worden. Also wir wissen definitiv, unser Counter wurde erhöht und wir können ihn nutzen. Ja? Aber React kriegt davon in der Regel nichts mit. Ja? Entsprechend können wir zwar darauf zugreifen, aber es gibt halt immer das Problem, müssen wir React davon was sagen oder nicht. Hier kann man es halt prinzipiell nutzen, um, keine Ahnung, sich Referenzen zu merken oder Instanzen zu merken. Zum Beispiel auch in einem Effekt-Hook kann man jetzt sagen, okay, ich in dem Effekt möchte ich erst die Initialisierung für diese Referenz machen oder solche Geschichten. Ja? Also es ist nicht unbedingt das Intuitivste, das direkt zu machen, aber es gibt Anwendungsfälle, in denen kann es helfen, sowas zu nutzen, anstatt jetzt zu sagen, ich mache mir einen Use-State und verändere dadurch irgendwas. Weil der State ja natürlich auch immer dafür sorgt, dass es neu gerendert wird. Und das will man in einigen Situationen vielleicht gar nicht. Ja? Also es ist einfach nur gut zu wissen, es gibt sowas. Aber man muss dabei halt bedenken, React kriegt davon nichts mit, wenn ihr das verändert. So. Fragen zu Referenzen? Dann gehen wir zu Reducern weiter. Reducer, das kennt man doch irgendwoher. Wer schon mal mit Redux gearbeitet hat, wird das schon mal gehört haben. Not Redux habe ich das Ding hier mal genannt. So, was machen wir, wenn wir einen Reducer nutzen wollen? Wer weiß es? Wir sagen Use Reducer. Und das Ding bekommt ein State und Dispatch. Use Reducer. Und hier müssen wir noch einen Reducer mitgeben. Wie nennen wir den? MyReducer. Richtig einfallsreich. Und es bekommt noch ein Initial State. Dann kommen wir gleich zu.
haben wir den Kram. Initial State. Ja, wie sieht denn so ein Initial State aus? Dann machen wir const Initial State. Ist gleich foo 0 und bar empty string. Ja, da. Ist vielleicht auch noch gut, den Typ davon zu wissen. Dann sagen wir type my type ist gleich my state. Ist ja ein state type. Ist gleich type of initial state. Und wenn wir jetzt hier drüber gehen, sehen wir schon direkt, okay, foo ist vom type number und bar ist vom type string. Können wir schon mal ein bisschen was mit anfangen. Genau, das wäre der Teil hier gewesen. Dann sagen wir hier Action, Interfaces und Type. Beziehungsweise, ja, den Reducer, aber den müssen wir noch gleich machen. Vielleicht fangen wir erstmal mit dem Reducer an, damit das direkt sichtbar ist. Function myReducer. Wir haben eine Funktion, der Reducer, und der sieht auch bei Redux kaum anders aus. Der bekommt einen State initial rein, myState. Und da bekommt eine Action rein. Und die nennen wir mal MyAction. Ups. Die müssen wir jetzt natürlich auch wieder definieren. All die Sachen, die man definieren muss hier. Also, gehen wir mal ran und sagen, wir wollen ein Interface haben, denn wir wollen mehrere Actions haben, die von diesem Reducer gehandhabt werden können. Und jetzt sagen wir mal zum Beispiel MyAddAction. Bekommt einen Typ, genau wie in Redux auch, ist ein Typ von String, jetzt sage ich mal add. Und was wollen wir beim Adden machen? Wir wollen eine Nummer addieren. Machen wir nochmal einen Typ und wir wollen mal sagen greet. Dann sagen wir hier greet. Und der Wert hier, da bar ein String ist, nehmen wir hier auch mal einen String. Wir wollen jemanden grüßen. Und was wir vielleicht noch zum Schluss machen wollen, ist sagen Interface myClearAction. Und die bekommt auch wieder einen Typ. Ja, hier so viele Typen. Wie nennen wir den Clear? So. Und damit das Ganze natürlich unter myAction zusammengefasst wird, sagen wir jetzt type myAction ist gleich myAddAction oder myGreetAction oder myClearAction. So, haben wir den Typ gefunden. Jetzt muss der Reducer noch einen State zurückliefern. Ich sage erstmal returnState. So, und jetzt meckert schon nichts mehr. Ja? Genau. Zur Implementierung von diesem Reducer kommen wir gleich. Wollen wir mal erstmal überhaupt was hier ausgeben. Was haben wir denn hier drin? Wir haben hier state.bar und state.foo. Ja? Wobei, ich mache das mal andersrum, das gefällt mir nicht. Foo-bar heißt es. So, gehen wir das aus. Kommt jetzt hier 0 und empty string raus. Haben wir ja hier in dem initial state definiert. Das ist unser erster Wert. Ja? Jetzt wollen wir natürlich, dass da irgendwas mit geschieht. Das Schönste, was wir damit machen können, wäre zum Beispiel, wenn wir sagen wollen, wir wollen einen Add-Button haben. Einen Klick kriegt er wahrscheinlich. Da kommen wir gleich zu. Ups. Und der sagt jetzt Add. Und der soll irgendwas hier machen. Ja. Was genau wissen wir noch nicht. Wie wäre es mit Dispatch? Eine Action. Und die bekommt jetzt einen Type Add. Sieht er? Direkt vorgeschlagen. TypeScript ist super. Und der bekommt einen Wert und auch schon direkt vorgeschlagen soll eine Nummer sein. Was machen wir denn? 42. So. Das wäre Punkt 1 gewesen. Ja. Sagen wir, Punkt 2 ist, wir wollen jemanden grüßen. Und hier sagen wir greet. Oh, und da meckert er. Value muss von Typ String sein. Und jetzt sagen wir hier, keine Ahnung, Rick. So. Und
Moment, wenn wir hier draufklicken, passiert natürlich noch nichts. Müssen wir ja natürlich noch hier was in dem Reducer implementieren. So, und was man in so einem Fall dann natürlich macht, ist ein Switch-Statement. Action Type. Und der Type kann sein, Case, machen wir erstmal den Add. Und was der macht, ist, der returnt einen neuen State. Wie man das von Redux kennt, immer ein komplett neues Objekt zurückgeben, nicht ein, nicht das Original modifizieren, sondern einen neuen Wert zurückgeben. Ja? Also wir können hier nicht sagen, State.value oder State.foo plus gleich schieß mich tot, sondern wir müssen ein neues Objekt zurückgeben, damit entsprechend auch das Ganze, wie nennt sich das, immutable ist. Schönes Prinzip, aber das, die generelle Aussage ist einfach immer erstmal den Original-State reinmixen und dann wollen wir den neuen State ergänzen. Was hier in dem Fall wäre foo, ist vom alten foo der Wert plus action.value. Sieht man auch wieder direkt schön von Typ Number, hat TypeScript schön erkannt. So, drücke ich mal drauf. Und schon haben wir da einen Incrementer geschaffen. Wenn wir das Ganze nochmal für Greet machen. Nee. Return State. Und da sagen wir, was war das Bar? Jetzt machen wir hier so ein schönes Ding. Hello. Action Value. Ja. Hello Rick. Und jetzt wollen wir vielleicht noch hier einen Reset-Button einbauen. Wie machen wir das? Ich bin immer wieder faul hier. Ich mache einfach mal so und sage, das Ganze soll clear sein. Auch wieder clear. Was sagt er hier schon? Ach, TypeScript, ich liebe dich. So, also wenn wir jetzt hier sagen, greet, 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 add, clear, passiert noch nichts. Stimmt, wir müssen noch einen Case dafür hinzufügen. Clear. Und? Initial State vielleicht. So schnell geht das. Man sagt einfach nur, use Reducer ist natürlich ein Hook, der nicht von React kommt, sondern, ist ein Hook, der von React kommt. Ähnlich gibt es auch für Redux mittlerweile Hooks, die entsprechend heißen use Dispatch und use Selector. Was man sich hier rausziehen sollte, ist, es gibt zwar diese Reducer hier bei React, aber sie sind natürlich nicht in dem Umfang vorhanden, wie das jetzt Redux an Features bietet. Ja? Das heißt, wir haben hier in dem Fall nur einen sehr simplen Mechanismus, um einen Reducer zu nutzen. Wir können keine Middleware einbauen, wir können entsprechend auch verschiedene andere Sachen nicht nutzen, die halt Redux bereitstellt, wie die DevTools und so weiter. Alles, was da irgendwie mit bei Redux mitgeliefert wird, ist hier nicht von Haus aus drin. Es sieht zwar ähnlich aus, aber es ist wirklich nur das Basiskonzept von diesen Reducern. Ja? Also ihr könnt es nutzen, es ist in einigen Fällen sogar sehr sinnvoll, das zu nutzen. Und React selbst nutzt es auch, um den UseState-Hook umzusetzen. Das heißt, UseState nutzt einfach nur UseReducer. Ja? Genau. Fragen zu Reducern? Ja? Bei deinem Spread-Operator mit dem State wäre doch in deinem Fall nur eine flache Kopie, oder? Genau. Wenn man jetzt irgendwie hier theoretisch ein etwas verschachtelteres drin hätte, sagen wir mal, ich mache hier mal noch einen Array rein. List. Ja? Was man jetzt hier halt als Problem hat, wie man bei TypeScript sieht, das sieht das als
Typ von any an. Ne? Deswegen mache ich das in solchen Fällen dann immer, dass ich hier sage String as String quasi. Ja? Was dann halt dafür sorgt, dass dann zumindest TypeScript hier weiß, ah, okay, das muss ein String sein. Gehen wir jetzt aber mal davon aus, das Ding hat schon einen String als Initialwert. So. Dann brauchen wir das auch nicht reinschreiben. Und wenn wir jetzt hier das Ganze nochmal ergänzen wollen, sagen wir mal, wir wollen hier tatsächlich ein Item zu der List hinzufügen, jedes Mal, wenn das aufgerufen wird, dann müssen wir hier natürlich einfach sagen, auch wieder spread den alten Wert, state.list und den neuen Wert einfügen. Ja? Also jedes Mal, wenn ihr irgendwie was bei diesen Reducern etwas verändert, was eine Referenz ist, wie zum Beispiel ein Objekt, ein Array oder ähnliches, solltet ihr dafür sicherstellen, dass entsprechend auch ein neues Objekt zurückgegeben wird. Ja? Und das macht man hier zum Beispiel durch weitere Spread-Operatoren oder wenn man was modifiziert, kann man zum Beispiel sagen state.list.map und dann liefert man im Falle des gefundenen Objektes, wenn man jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte für User mit ID XY, möchte ich den Namen auf foobar ändern. Ja? Dann würde man hier hingehen und sagen, wenn der aktuelle Wert von hier dem Ding, User quasi, wenn da die ID meiner eigenen ID, meiner zu findenden ID entspricht, dann gebe ich ein neues Objekt zurück und ansonsten gebe ich das Originalobjekt zurück. Map liefert immer ein neues Array zurück. Entsprechend hat man hier auch einen neuen Eintrag hinzugefügt. Das kann, wenn man tief verschachtelte Strukturen hat, kann es nochmal ein bisschen komplizierter sein, weil man in jedes Ding extra nochmal expanden muss quasi. Aber mit so schönen Spread-Operatoren und Map und Filter und so weiter geht das eigentlich auch recht komfortabel heutzutage in JavaScript, zumindest sofern man Babel oder TypeScript oder ähnliches nutzt, um das nachher zu normalen, brauchbaren JavaScript zu kompilieren. Oder man setzt halt nur auf neuere Browser, das geht natürlich auch. Ich mache das mal eben wieder rückgängig. Ich hoffe, das hat die Frage soweit beantwortet. Super. So, dann sind wir schon fast durch. Reduce, das haben wir gerade gehabt. Dann sind noch Custom Hooks. Denn wir wollen natürlich, eins der schönen Sachen hier ist, dass, gehen wir mal von diesem Beispiel hier aus. Ich bringe das mal hier wieder rein. Stateful. So. Und den muss ich mal eben wieder herstellen hier. So. Das ist ein schönes Beispiel, wo man zeigen kann, wie man einen Custom Hook einführen kann. Ein Hook ist eigentlich nur eine Funktion, die man aufruft. Ja? Also wenn man eine eigene Funktion haben will, sagt man einfach nur Function useInput zum Beispiel. Und wir wollen hier diese Funktionalität hier simplifizieren. Denn wir erzeugen uns jedes Mal hier so ein Unchanged-Ding und das geht auch einfacher. So, und jetzt sagen wir hier einfach value, set value und das Ding hier wird unser Initialwert. Dann können wir hier wieder sagen initial value vom Typ String. Genau. Und jetzt müssen wir wieder was zurückliefern. Kommen wir gleich zu. Und was wir noch machen wollen, ist dieser onChange Hook hier. Dieser Listener quasi. Ja. Und hier nutzen wir in Custom Hooks ist das manchmal ganz gut, eben solche Memoization-Sachen zu nutzen, weil man nie weiß, wer das aufruft und entsprechend wäre es cool, wenn dort die Funktionen sich genauso verhalten wie auch bei React selbst, dass die Setter immer genau dieselben Objekte sind. Ja? Das heißt, wenn ihr useState aufruft, bekommt ihr immer denselben Setter zurückgeliefert. Entsprechend muss man sich um bestimmte Sachen hier nicht kümmern. Von daher ist das manchmal ganz gut, das so zu machen. Wir sagen jetzt hier einfach onChange ist gleich useCallback. Und das ist unser Callback. Und der hat jetzt fürs erste Mal keine Abhängigkeiten. Wir sagen hier einfach setValue. Und der bekommt einen Typ von, was war das? Change Event.
von Typ HTML Input Element. So, und entsprechend kennt er das hier auch. Ja? Ja, das ist jetzt nicht mehr so schön lesbar. Ich mache jetzt hier mal einfach so. Ja, so, jetzt ist das wieder ein bisschen lesbarer. So, und was wir jetzt machen wollen, was wir brauchen, ist der Wert und der On-Change-Handler. Zumindest hier in diesem simplen Fall, vielleicht will man auch irgendwie den Set-Value-Listener auch noch direkt mit zurückgeben. Das kann man machen, wie man will. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, wir wollen jetzt einfach nur diesen simplen Fall abdecken und wir nutzen hier direkt den und on vornehmen, change. Ja? Und den können wir jetzt direkt dort einsetzen, wo wir onChange hier haben. Schwupp. So, und jetzt werdet ihr hier schon merken, der meckert hier, weil, wenn wir uns das anschauen, der denkt jetzt, dass hier ein TypeScript-Array quasi ein Array von entweder String oder onChange-Event-Listenern ist. Was wir natürlich nicht wollen, und da können wir aber sagen, erstConst, das ist ein schönes TypeScript-Ding, was dann entsprechend definiert, okay, das liefert ein Array zurück mit an erster Stelle String und an zweiter Stelle so ein Listener. Und darüber haben wir jetzt quasi die Typdefinition gerettet und wir wissen, vornehmen ist String und das ist ein Listener. Und das Schöne daran ist, wir können das Ganze einfach weiterverwenden. On name change. So, ups. So, und wenn wir jetzt noch richtig fancy sein wollen, schneiden wir das hier raus. Stellen uns eine useInput.ts, sagen hier export default function. Genau, dann müssen wir hier den natürlich noch importieren. Wir brauchen useState und wir brauchen useCallback und changeEvent. So, und jetzt können wir den importieren hier und haben uns somit quasi einen Helfer geschaffen, der jetzt in dem Fall nicht tatsächlich viel macht, aber es kann in einigen Fällen doch ein bisschen Setup-Logik notwendig sein und so kann man quasi Funktionalität auch komplett auslagern in separate Funktionen und entsprechend wiederverwenden. Ja? Also wenn ihr irgendwie ein Passwortfeld habt oder sowas regelmäßig geprüft werden muss, da müssen die und die Zeichen drin stecken und so weiter. Ja? Dann könnte man sowas zum Beispiel da drin abdecken oder ihr wollt prüfen, ob dort ob ein Zahlenfeld oder ein Datumsfeld ein bestimmtes Format hat. Ja? Da wird man entsprechend dann einen Effekt-Hook oder sowas einsetzen, um eine bestimmte Klasse zu setzen oder ähnliches. Und für sowas kann man schön Hooks einsetzen, um dann entsprechend zu sagen, so ich lagere das Ganze aus und kann somit Wiederverwendung schaffen. Das ist bei Klassen dann noch etwas schwieriger. Und was wir jetzt auch noch machen können, ist hier zum Beispiel so ein useToggle. Das ist auch so typisch. Initial Value, Boolean. Und der macht quasi genau dasselbe wie das hier wieder. Ja. Und das wäre dann hier statt SetOpen, wäre das ToggleOpen. Und wenn wir jetzt das hier machen wollen, sagen wir hier nur noch ToggleOpen. Dadurch wird es auch wesentlich lesbarer. Ja? Weil man direkt sieht, wofür ist das Ding überhaupt da. Use toggle. Na? Klar. Da muss ich natürlich auch hier wieder was zurückliefern. Open, Komma. Ah, die sollten wir vielleicht umbenennen. Laptop-Tastaturen. So. Value und set value. Und hier brauchen wir natürlich auch für den Callback Const on change on click gleich use callback set value
Not value. Und hier wieder ganz, ganz wichtig, immer an die Dependencies denken. Ja, wenn ihr die Dependencies vergesst, dann kann es dazu Probleme führen, weil, wie gesagt, dieses Closure funktioniert nur dann, wenn tatsächlich auch die letzte Funktion mit dem letzten Wert bekannt ist. Ja, also wenn wir hier nicht entsprechend hier hinten mit angeben, dass Value wichtig ist, dann werdet ihr keine Veränderungen feststellen. Ihr klickt auf den Button und es passiert einfach nichts, weil es immer den letzten Wert nimmt, um den zu negieren. Ja? Also hier auch wieder asConst und schon habt ihr einen wiederverwendbaren Hook geschaffen, der entsprechend recht kompakt genutzt werden kann und auch wiederverwendet werden kann. Genau. Und das ist prinzipiell alles, was es zu Hooks wirklich zu wissen gibt. React hat halt diese Hooks eingebaut. Vielleicht gibt es auch noch den einen oder anderen mehr, die aber eher in seltenen Fällen genutzt werden. Man kann eigentlich fast alles mittlerweile mit Hooks machen. Ich glaube, der einzige Fall, bei dem man noch Klassen nutzen muss, sind Error Boundaries. Aber da wird auch schon dran gearbeitet, dass das anders geht. Wann müssen wir rausfinden? Aber und es gibt halt auch immer mehr Libraries, die eigene Hooks bereitstellen, wie zum Beispiel Redux mit dem UseDispatch und UseSelector und so weiter. Da werde ich im Übrigen bei dem nächsten Talk drauf eingehen, auf das State Management, wenn man dort mit Redux arbeitet, dass man entsprechend dort auch wieder Hooks nutzt. Genau. Ja, vieles ist machbar. Man muss es nicht machen. React hat zwar gesagt, das ist die Zukunft und wir sollten möglichst versuchen, neue Sachen nur noch mit Hooks zu schreiben, aber man kann weiterhin Klassen benutzen und es wird auch nicht irgendwie in nächster Zeit wegfallen, dass Klassen weiterhin genutzt werden können. Es ist nur in einigen Fällen, kann man doch deutlich saubereren Code schreiben mit Hooks und genau. Das ist eine coole Sache. Seit Hooks da sind, habe ich wesentlich mehr Spaß an React. Vorher war das so ein bisschen, aber jo, macht Spaß. Und ja, ich denke, das Wichtigste ist auch noch zu wissen, es ersetzt nicht alles. Ja? Also wie gesagt, Redux ersetzt es nicht. Es ersetzt auch keine Higher Order Components. Da gibt es auch wieder jeweils Anwendungsfälle für. Entsprechend nicht unbedingt versuchen, alles auf Kampf mit Hooks zu machen, sondern da, wo es sinnvoll ist. Und dann werdet ihr Spaß haben. Jo. Genau, das waren prinzipiell schon alle Code-Teile dazu. Wieder helles Licht. Da ist noch ein Link, React.js, die offizielle Doku, da ist ein Video, wo das auch nochmal von dem Entwickler von diesen Hooks erklärt wird. Auch ein sehr schönes Video, kann man sich gerne mal anschauen, wird sehr schön erklärt. Da gibt es auch ein schönes Beispiel, wie genau das aussieht, wenn man saubereren Code schreibt damit. Da wird versucht, eine vorhandene Anwendung, so eine Bildergalerie auf Hooks umzuschreiben und wie wesentlich kompakter das Ganze geschrieben werden kann, wenn es mit Hooks gemacht wird. Und dann haben wir das GitHub-Projekt, wo ich all diese Sachen, die ich hier live programmiere, auch nochmal hochschiebe und entsprechend ihr das euch anschauen könnt. Es ist jetzt nicht eins zu eins dasselbe, was ich hier gerade gemacht habe. Das habe ich vorbereitet, ist auch schon da. Genau, es sollte alles in einzelnen Commits auch zeigen, welche Schritte ich durchgangen habe. Von daher könnt ihr euch die Git-History anschauen und schauen, was ich für die einzelnen Dinger gemacht habe. Der QR-Code ist entsprechend zu dem GitHub-Repo und von dort aus findet ihr auf jeden Fall auch auf die Meetup-Seiten, falls ihr Interesse habt, die folgenden Beiträge dann euch auch anzuschauen. Genau, dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Fragen soweit? Wurde ja auch schon einiges mittendrin gefragt, aber. Also, welchen Stellenwert hat bei dir jetzt auf Redux nach der Einführung der Hooks? Also, wann bist du jetzt der Meinung, Redux benutzen zu müssen? Das kommt immer auf den Anwendungsfall drauf an. Ja? Also, in kleineren Szenarien ist das durchaus brauchbar, auch ohne Redux zu arbeiten. Aber in größeren Szenarien, wo man auch tatsächlich ein bisschen komplexere Gegebenheiten hat,
ist es doch durchaus hilfreich, auch Redux zu nutzen. Wir nutzen das im Moment bei dem aktuellen Kunden auch und da kann man halt auch so schöne Sachen machen, wie dass man dynamisch Komponenten nachlädt. Das heißt, JavaScript nachlädt und entsprechend auch Module, Redux-Module nachlädt, die entsprechend eingebunden werden und wieder rausgeholt werden, sobald eine Komponente angezeigt wird oder nicht. Das wäre jetzt hiermit unweit, also richtig schwieriger. Ne? Was gibt es noch, wenn man jetzt irgendwie ein Logging-Framework haben will oder wenn man auch mal sich das im Browser anschauen möchte, was steckt da überhaupt im State drin? Da ist Redux mit den ganzen Tooling drumherum ist wirklich eine Riesenhilfe. Ja? Und man kann auch sehr viel schöne Sachen machen, wenn man mit Seiteneffekten arbeitet, wie Thunk oder mit Saga oder ähnlichen. Kann man da sehr schöne Sachen mitmachen, wenn man mit Redux arbeitet. Ja? Also es gibt immer Anwendungsfälle, wo das durchaus Sinn macht, ein vorhandenes Framework zu nutzen. Und deswegen gehe ich auch in den folgenden Vorträgen darauf ein, wie man denn State Management mit Redux mal auf moderne Weise macht und wie man Seiteneffekte mit Redux Saga macht. Das sind die zukünftigen Vorträge. Man kann generell sagen, es gibt immer sinnvolle und nicht sinnvolle Herangehensweisen und man muss das immer vom tatsächlichen Projekt abhängig machen. Kleines Projekt kann man sehr schnell auch mit Use-Reducer irgendwie was hinschaffen, wenn es jetzt irgendwie nicht sonderlich Komplexes ist. Ne? Genau. Ja. Die haben nur den letzten Wert, also du kannst dann nicht irgendwie sagen, gib mal den vorherigen. Sobald sich der Wert ändert, wird der alte Wert quasi weggeschmissen. Ja. Genau, theoretisch könnte man zwar den React-Unterbau so gestalten, dass er anhand von dem Wert auch wieder eine History sich merken würde und dann entsprechend, wenn er weiß, okay, A war 15 und B war 30, dass er dann schon auf den vorhandenen Wert zurückgreift, aber das macht React nicht von Haus aus. Aber könnte man sich theoretisch selbst machen. Einfach einen eigenen Hook bauen. Das ist ja das Schöne. Es ist sehr schön erweiterbar. Genau. Dann vielen Dank und dann würde ich an Max Brenner weitergeben.